Bomben über Wernigerode. Die Ausstellung in Erinnerung an den Krieg. Am Nachmittag des 22. Februars ertönen die Glocken über dem Wernigeröder Marktplatz. Eine Erinnerung an die Bombardierung vor genau 80 Jahren. 200 Fliegerbomben wurden 1944 über der Stadt abgeworfen und hinterließen ein Bild der Zerstörung. Eine Ausstellung im Schiefen Haus zeigt die Ausmaße des Angriffs in Form von Bildern. Auch ein Video mit Berichten von Zeitzeugen steht für Interessierte in einem Raum bereit. Bis zum 12. Mai wird die Ausstellung hier zu sehen sein. Entstanden sind die Fotos mutmaßlich wirklich zur Dokumentation der Schäden. Die sind ja von Walter Loke fotografiert worden, der Angestellter damals der Stadt Wernigerode war. Und also die haben sozusagen einen dokumentarischen Charakter und sind natürlich heute Erinnerung und Mahnung an dieses Kriegsgeschehen und an das, was in Wernigerode zerstört wurde, was man oft gar nicht vermutet, wenn man durch die ja mittlerweile sanierte und wirklich sehr gut aussehende Innenstadt geht. Aber diese Erinnerung, die ist eben für uns außerordentlich wichtig. Die Ausstellung dient als Gedenkstätte, die die Opfer der Bombardierung ehrt und ihre Geschichten erzählt. Sie erinnert an die Menschen, die ihr Leben verloren haben, die Verletzten und diejenigen, die ihr Zuhause verloren. Durch die visuelle Darstellung von Fotos können die Besucher einen direkten Einblick von den Auswirkungen der Bombardierung gewinnen. Dies fördert das Verständnis für die Schrecken des Krieges. Der Zweite Weltkrieg hat so viel verändert und so viel Zerstörung und so viel Leid gebracht über alle Völker, fast alle Völker der Welt und auch natürlich Europas, dass wir daran auf jeden Fall erinnern sollten. Und eine solche Fotoausstellung ist natürlich eine gute Möglichkeit, sich das zu vergegenwärtigen. Denn für die Nachgeborenen und für die jungen Menschen ist das ja doch sehr, sehr weit weg. Es ist für uns auch ungewöhnlich, dass wir als Harzmuseum, die wir ja nur ein paar Meter weiter mit unserem Standort liegen, hier im Schiefen Haus eine Ausstellung kuratieren und entwickelt haben. Also eigentlich eine Premiere, so viel ich weiß, auf jeden Fall der letzten Jahre. Und wir bespielen also hier dieses erste Obergeschoss mit dieser Ausstellung und haben natürlich parallel auch Ausstellungen bei uns im Harzmuseum. Die Fotos erzählen Geschichten von Verlust, Überleben und dem Wiederaufbau. Sie erinnern an die Grausamkeit des Krieges, aber auch die Stärke und Resilienz der Menschen, die sich gegen alle Widrigkeiten erheben, um ihre Gemeinschaft und ihre Stadt wieder aufzubauen. Die Ausstellung wird somit zu einem Ort des Gedenkens und des Engagements für eine friedliche Zukunft.